Vielen Dank. Mein Name ist Thorsten Wojtak, bin Gründer und Vorstand der Firma Stratos aus Leipzig, seit 10 Jahren mit Enterprise Content Management verhaftet, Cloud-Evangelist und habe eine Leidenschaft für einfache Lösungen. Damit will ich es auch mal beruhen lassen und verzichte jetzt auf die sonstigen üblichen länglichen Ausführungen, was wir machen, wie toll wir sind und was wir alles können. Sondern möchte die Aufmerksamkeit von Ihnen, die erfahrungsgemäß am Anfang eines Vortrages am höchsten ist, gern nutzen, um über ein Thema mit Ihnen zu sprechen, das zunächst wahrscheinlich bei vielen von Ihnen erstmal keins ist, nämlich so ein bisschen Suche. Es geht Ihnen da, wie vielen, mit denen ich ins Gespräch komme, die mir anfangs beim Sprechen immer sagen, oh, suchen, ja, so mit leicht zusammengekniffenen Augen und vielen Fragezeichen, was gibt es da eigentlich zu besprechen? Und dann sage ich meistens erstmal, es muss einen Grund geben, warum die Analysten das Thema Enterprise Search, Big Data seit vielen Jahren irgendwie immer bei den Top 5 Investment-Prioritäten von IT dabei haben. Und im Gespräch, wenn ich dann zeige, was man so machen kann, stellt sich dann meistens heraus, dass Anwender irgendwie glänzende Augen bekommen und sehnsüchtig seufzen, Mensch, dass das wirklich gehen soll mit unseren Unternehmensdaten. IT-Verantwortliche erkennen eine gute Möglichkeit, wie sie sich die Liebe ihrer Anwender erkaufen können. Und auch in den Fachabteilungen ergibt sich das ein oder andere Potenzial. Früher habe ich jetzt an der Stelle immer so eine Umfrage gemacht, was glauben Sie, wie wichtig Suchen ist. Nachdem Sie jetzt ja schon da sind, verzichte ich mal darauf, dass Sie mit Ihrer Anwesenheit ja bereits dokumentieren und möchte mich mit Ihnen jetzt mal beschäftigen, warum ist Suchen überhaupt relevant? Und schauen wir dazu vielleicht mal zuerst durch die Brille des Anwenders. Der ist nämlich täglich befasst, wenn er ein sogenannter Information Worker ist, also jemand, der irgendwie im Büro sitzt und mit vielen Büroarbeit zu tun hat, mit IT-Systemen zu tun hat, dann hat er eine Vielzahl von Anwendungen. Also angefangen vom CRM-System, ein SAP hat er vielleicht auf dem Bildschirm, Dokumentenmanagement auch noch und. Und jedes einzelne dieser ganzen Systeme verfügt über mehr oder weniger ausgeklügelte Mechanismen, um Dinge zu suchen, Informationen zu suchen und sie wieder zu finden. Und da sind wir schon im ersten Problem drin. Wenn ich nur alle Nase lang meinethalb im Projektmanagement unterwegs bin, habe ich vielleicht schon die erste Herausforderung, nämlich das Suchen und Finden überhaupt bedienen zu können. Die zweite Frage ist natürlich, ich muss auch wissen, in welches meiner Programme muss ich denn überhaupt hineingehen, um die entsprechende Information zu finden. Und da fängt es dann natürlich an, hier und da schon kompliziert zu werden. So Fragen, wie sie im Business ganz häufig vorkommen, was wissen wir denn eigentlich zu Wettbewerber XY? Was haben wir denn alles von dem Kunden ABC? Oder was haben wir denn schon mal an Verträgen zu Service Level Agreements im Haus gemacht? Solche Fragen sind nicht zu beantworten, weil ich mich nämlich als erstes mal entscheiden muss, gucke ich mal da rein oder da rein, vielleicht war es auch nur irgendeine E-Mail, wo da was drin sein kann. Ist also die erste Herausforderung. Jetzt habe ich doch eine Frage an Sie. Frage, was glauben Sie, wie viele Stunden verbringt denn nun so ein Information Worker in der Woche damit Informationen zu suchen? Vielleicht so Handzeichen, 1, 2, 3, 5 Stunden, was denken Sie? 10 Stunden da hinten? 5 und 5 heißt 10, ja? Also genau, Sie liegen da sehr richtig, ja, weil IDC hat es untersucht, sagenhafte 9,5 Stunden. Ich frage jetzt nicht, ob Sie es eh wussten, aber jedenfalls Glückwunsch, dass Sie so nah dran lagen. Und wenn Sie das jetzt ausmultiplizieren mit dem durchschnittlichen Satz, was so ein Mitarbeiter, der im Büro tätig ist, laut ZVEH kostet, das sind, jetzt muss ich nachschauen, 28 Euro pro Stunde wohl im Schnitt, macht das also 266 Euro in der Woche, mal 52 Wochen, knapp 14.000 Euro. Das heißt, in das Suchen von digitalen Informationen
fließt viel Zeit und somit auch Geld. Und wenn Zeit und Geld reinfließt, ist natürlich das Thema Suche relevant. Spannender wird es allerdings, wenn wir uns mit der Frage jetzt nochmal beschäftigen, was passiert denn eigentlich, wenn wir nicht finden, was wir suchen? Ja, was machen dann die Mitarbeiter? Sie fragen also Kollegen, sie stellen ihre Nachforschungen an, im schlimmsten Fall im Kunden- oder sonst wie Kreis. Wenn das alles nicht fruchtet, erstellen sie die eigenen Informationen. Es fließt also noch mehr Zeit hinein und Zeit ist Geld und Zeit ist wirtschaftlich relevant somit. Richtig gefährlich wird es dann, wenn sie dann auch noch Vermutungen aufstellen und aus den Vermutungen die falschen Schlüsse gezogen werden, weil man unter Zeitdruck gerät. Und dass das mehr als ein angenommenes Szenario ist, zeigt auch die IDC-Untersuchung, die nämlich gesagt hat, immerhin 3,5 von den 9,5 Stunden, die wir so im Büro nach Informationen suchen, sind leider ohne Erfolg. Das heißt also, 3,5 Stunden verbringen wir dann der Folge mit Nachforschungen, Informationen neu auszustellen und im schlimmsten Fall sogar gefährliche Vermutungen anzustellen. So, nun habe ich gesagt, die Studie stammt aus dem Jahr 2006. Ich habe bis heute leider keine aktuellere gefunden. Stellt sich also die Frage, wir sind ja schneller, schöner, moderner geworden in der IT. Ist die Frage denn noch relevant? Und da versuche ich es mal in die IT-Trends, die uns so befassen, einzuordnen und versuche mal mich auf die Wesentlichen zu konzentrieren, die das Thema Suchen und Finden betreffen. Und da ist der erste, dass die Anwender heute durch die Cloud sehr verwöhnt sind. IT ist leicht, IT ist einfach, IT ist schnell verfügbar. Und wenn irgendwas nicht leicht und schnell geht, sind die Anwender in der Regel schon mal ungeduldig. Das wirkt sich aus, dass man am liebsten komplizierte IT-Projekte, die teuer sind, einen ungewissen Ausgang hier und da haben, dass man die ablehnt. Aber es wirkt sich natürlich auch auf das Suchen und Finden von Informationen aus. Ist nämlich mit einer gewissen Ungeduld, will man nicht stundenlang sich durch einzelne Programme forsten, sondern man möchte die gewünschten Informationen ganz schnell finden. Das erwarten Anwender heute. Und das stellt die Anforderungen im Finden nochmal nach oben. Ganz grundsätzlich ist das auch ein Thema, wo man so als IT-Entscheider eigentlich auch nichts gewinnen kann mit dem Thema Suche. Denn im besten Fall, wenn Sie Ihre gesamte Suche über alle Systeme im ganzen Unternehmen so gut organisiert haben, dass Ihre Anwender schnell und verlässlich finden, was Sie suchen, dann haben Sie die Nulllinie erreicht. Denn das erwarten die Anwender ja eigentlich. Ja, den Ärger haben Sie nur, wenn es halt nicht geht. Und insoweit ist das sozusagen das Thema Enterprise Search aus CIO-Sicht, unternehmensweite Suche, sowas wie Selbstverteidigung in gewisser Weise. Es kommt ein zweiter Aspekt hinzu, oder ein zweiter wesentlicher Trend hinzu, dass die Art und Weise, wie Business-Anwendungen heute gebaut werden, sich in den letzten paar Jahren schon nachhaltig geändert haben und in den nächsten 3, 4, 5 Jahren weiter nachhaltig ändern. Nämlich die Art, wie Business-Anwendungen gebaut, entwickelt und ausgeliefert werden, ändert sich völlig. Sie werden zunehmend schlanker, es werden zunehmend konkrete Prozesse, Fachverfahren von einer einzigen kleinen App, wie wir sie so von iPad und Co. kennen, adressiert. Und die Anwender erwarten das dann auch, dass man für eine konkrete Aufgabenstellung, keine Ahnung, Urlaubsantragsprozess oder keine Ahnung, ein bisschen Materialverwaltung oder hier und da Inventarverwaltung oder weiß der Teufel, da gibt es ja viele Möglichkeiten, einfach so wie man das am iPad oder am Android Store auch macht, einfach in den Store geht, die passende App rausnimmt und dann innerhalb von wenigen Tagen das Ding einfach nutzen kann. Das ist ein Prozess, der auch passiert in den Business-Anwendungen und das macht es dem CIO natürlich noch schwerer, weil vorhin war da der eine Anwender in der Mitte und ein Haufen Systeme ringsrum. Ich behaupte, das werden in Zukunft noch viel mehr werden. Services aus der Cloud, kleine Apps, die man auf einem mobilen Endgerät sich hinzugenommen hat und immer noch die Anforderung der Anwender, ich möchte alle Informationen finden und zwar ohne mich durch jede Applikation einzeln durchzuwursteln. Für den IT-Administrator wird es dadurch nicht leichter. So, bleibt also in der Zusammenfassung zu sagen, finden ist relevant, es braucht Zeit, es kostet Geld.
Verlässliches Finden ist wichtig, damit keine Vermutungen angestellt werden und nicht Zeit für die Neuerstellung verbraucht wird. Und die Anforderungen werden in Zukunft stetig steigen. So, nun stehe ich ja heute hier für die Firma Saperion. Wer Saperion kennt, weiß, wofür steht Saperion genau, für Enterprise Content Management. Anscheinend machen es die Saperion-Kollegen auch ganz gut, sind irgendwie in diesem ECM-Preis, der heute Nachmittag verliehen wird ab 16 Uhr, zu dem ich Sie alle nochmal einladen soll, auf Wunsch meiner Kollegen, immerhin einer der drei Finalisten. Und damit wir das nochmal sehen, was steckt da genau dahinter, schauen wir also nochmal ein Beispiel. Nicht? Es geht also um so elektronische Aktenanwendungen, vorzugsweise schick und leicht, wie der Anwender sie erwartet. Diese Aktenanwendungen, die elektronische Akte ist ja Kernbestandteil jeder Enterprise Content Management Initiative, kommuniziert aus vielen, vielen kleinen Anwendungen und das werden, wie die IT-Trends es sagen, in Zukunft noch mehr, schmeißen da Informationen raus und idealerweise können diese Anwendungen auch wieder darauf zugreifen und Akten und Informationen aus dem Enterprise Content herausholen. Und da sind wir dann schon langsam bei den, oder können Sie jetzt schon die ersten Parallelen eigentlich zum Thema Suchen und Finden erkennen. Nämlich es geht um Informationen, die irgendwie sind, strukturiert und auch Volltext in den Dokumenten. Und es geht um eine Vielzahl von Applikationen, die da rein oder raus Treffer finden wollen. Und so wundert sich niemand, natürlich jetzt wahrscheinlich niemand mehr, dass Saperion jetzt auch versucht, das Suchen und Finden in ein großartiges und einfaches Produkt zu packen, das den Namen Saperion Enterprise Search trägt. Die Saperion Enterprise Search verwendet als Motor innen drin die Lucene-Datenbank. Die Lucene-Datenbank ist die weltweit am meisten eingesetzte Datenbank, wenn es um Suchen geht, von Volltextinhalten. Und Saperion, wir haben bei Saperion versucht, daraus ein Produkt zu machen. Also nicht das nächste Search-Projekt, wo man ganz viel entwickeln und Schnittstellen und anpassen muss und und hoffen muss, dass man es in der Zeit, die der Anwender erwartet, schafft. Sondern wir haben eine breite Palette von sogenannten Konnektoren geschaffen, die diesen Motor, diese Lucene Enterprise Search mit Informationen füllen. Da ist natürlich dabei das Saperion-Archiv. Es gibt auch Konnektoren zu anderen Archiven, weil es ja auch hier und da Umgebungen geben soll, in denen andere Archive eingesetzt werden. In manchen Unternehmen teilweise mehrere Archivsysteme sogar. Natürlich gibt es einen standardisierten Konnektor zu Microsoft Exchange. Der ist wirklich Plug and Play. Einstellen, einrichten und Inhalte aus dem Microsoft Exchange oder auch aus dem Lotus Notes werden archiviert. Es gibt einen sehr leistungsfähigen Konnektor, um Filesysteme zu indizieren. Nicht nur kleine Filesysteme, auch große Filesystem-Shares. Mit zum Teil das Größte, was wir gemacht haben, sind 10 Terabyte Filesystem-Daten. Und jetzt können Sie bei 10 Terabyte Daten können Sie ausrechnen, wie viele Dokumente das sind und dass man, da sind wir wieder bei dem Thema, wie finde ich noch das Richtige raus. Also da greifen wir eben genau an, es gibt Konnektoren zu SAP, zu anderen Systemen. So, jetzt habe ich aber gesagt, diese Konnektoren sind eben gerade keine Schnittstellen, die man irgendwie aufwendig anpassen und programmieren muss. Warum ist das eigentlich so? Weil wir hier in diesen Konnektoren Text-Mining-Methoden benutzen und diese Text-Mining-Methoden, die lesen quasi den Inhalt der Informationen und strukturieren die nach assoziativ-semantischen Regeln, nach linguistischen Regeln, zum Beispiel nach Themen. Unser Topic Finder, der Bestandteil der Konnektoren ist, dem schmeißen sie sozusagen einen Sack voll Dokumente hin und dann sagt er ihnen, da geht es um dieses, da geht es um jenes oder da geht es um Red Bull Stratos und den Baumgartner, der gerade aus der Stratosphäre springt. Also dieser Topic-Finder findet heraus, egal welchen Content man hat, worum es inhaltlich geht, verwendet dieselben Dinge, wie sie heute eine Google benutzt, um ihnen auch ordentliche Suchergebnisse zu präsentieren. Dieser
Jetzt war ich eins zu schnell schon. Diese Connector im Textmining benutzt auch diese Named Entity Recognition. Das heißt, da findet raus, welche Personen sind eigentlich in diesem Text gemeint. So dass sie dann, wenn sie ein Netz zusammenschieben, nach dem Motto, sie haben das Thema A und die Person X, natürlich dann sehr einfach alle Informationen zusammenfinden können. Und so müssen wir nicht jedes einzelne Inhalt hier mit komplizierten Schnittstellen bestücken, sondern müssen nur dafür sorgen, und das machen diese Konnektoren eben, dass die Inhalte überhaupt hier reinwandern und über diese Text-Mining-Informationen werden dann die Metadaten erzeugt. Und die Metadaten, jetzt gucke ich wieder durch die Brille des Anwenders, das sind dann diejenigen, die der Anwender braucht, um sein Resultat schnell, einfach und ordentlich zu finden. So, ich erkläre Ihnen mal, das ist jetzt die Maske, Saperion Enterprise Search, ist natürlich eine Webmaske, funktioniert natürlich auf mobilen Endgeräten, Android, iOS auch, sodass ich auch mobil über Unternehmenscontent jederzeit suchen kann. In erster Linie ist es mal so eine Volltextsuche, so à la Google. Ich gebe da irgendwas ein, dann gibt es dann auch so eine Auto-Vervollständigen. Bei Google heißt das, glaube ich, Google Instant. Ich gebe da was ein, dann klappt da eine Liste aus, dann steht da so und so viel Treffer. Wenn ich hier zum Beispiel Saperion schreibe, in unserem Beispieldatenbank würde da stehen 782 Treffer, würde das ausklappen. Danach werden Ihnen die Ergebnisse dieser Volltextsuche zunächst mal ganz einfach präsentiert. Nämlich zum einen mit einem kleinen Preview. Zum anderen mit einer inhaltlichen Zusammenfassung des Dokuments. Die inhaltliche Zusammenfassung ist automatisch erzeugt, eben mit linguistischen Methoden, mit semantischen Methoden, schreibt Ihnen aus dem Topic Finder heraus, hier so das Ding automatisch für jede Art von Information so eine kurze Zusammenfassung, worum es da geht. Preview habe ich erwähnt, Highlighting habe ich erwähnt. So, das ist so, wie es der Anwender gern hätte. Also ganz einfach, einen Wert eingegeben, die Ergebnisse schnell dargestellt. Für die Anwender und auch für Sie wird es dann richtig toll, wenn wir sozusagen ich nenne es jetzt mal semantisch-linguistischen Methoden dazunehmen und zum Beispiel sagen, wir nutzen es, um Dupletten rauszunehmen. Also Beispiel, wir haben das hier getestet, wenn man also Dinge, die ähnlich geschrieben werden, Haus, Häuser, Hochhaus zum Beispiel, das erkennen wir und nehmen die Dupletten raus. Damit reduzieren wir unnütze Treffer um 30-70%. Über diese Suche, auch Built-in, ist natürlich eine multilinguale Suche. Man kann es hier unten erkennen. Es gibt also diverse Dokumente, Deutsch, Englisch, Französisch, sagt er Ihnen auch. Können Sie also sehr leicht einschränken. Und über diese sogenannten Kontexturen, kann ich jetzt hier einfach nur klicken und es würde sich sofort wieder dieser Inhalt weiter einschränken. Assoziativ-semantisch, das ist dieser Topic-Finder, von dem ich jetzt gesprochen habe. Sehen Sie hier in diesen Dokumenten, die wir so gefunden haben, geht es also natürlich im Wesentlichen erstmal um Saperion. Aber es geht, wen wundert es, um ECM. Andere Begriffe wie Storage, Data, System kommen ebenfalls gehäuft vor. Jetzt kann ich mir also hier klicken, klick, klick machen und meine Liste würde sich im Prinzip hier in einer sehr einfachen Art und Weise immer weiter einfiltern. Und das Schöne ist jetzt, dieses Ding über einen Datenbestand laufen mit einem Filesystem, dauert halt die Zeit, die Rechenzeit braucht, kostet im Dienstleistungsaufwand einen Tag. Weil all die Informationen, die hier rausgelesen werden, die muss ich eben nicht konfigurieren, die muss ich nicht programmieren, die muss ich nicht einstellen, sondern es werden eben diese modernen Methoden, wie sie halt eine Google beispielsweise benutzt, eingesetzt, um den Content ordentlich und schön aufzubereiten. Und somit ist das die Enterprise Search von Saperion, das ist ein Novum, die ist im Prinzip als Produkt zu verstehen, das man einfach einführen kann, ohne komplexe Projekte zu machen. Und sie ist Enterprise-ready. Enterprise-ready bedeutet eben, dass diese Kontextoren, diese inhaltlichen Analysen auf Unternehmenscontent ausgerichtet sind. Unternehmensready bedeutet, Business Ready bedeutet, dass wir zu den wichtigsten Systemen Standardkonnektoren haben. Business Ready bedeutet, dass wir für Distributed Search, also auch dieses Suchkontext auf viele Server verteilen können, was gerade bei großen Datenmengen ganz wichtig ist. So, und dann, und warum wir das können, weil das hat einen ganz einfachen Grund, weil wir hier den Unternehmensgrundsatz von Saperion nämlich verfolgen, Partnering und erfinde das Rad nicht ständig neu,
haben wir uns mit der Firma Intrafind hier zusammengetan, die seit 2000 in diesem Umfeld tätig ist, 26 Mitarbeiter hat, 850 Kunden in Deutschland. Und dazu zählen dann Größen wie Volkswagen, Audi, Bosch, Signal, Iduna, ThyssenKrupp und so weiter. Und mit denen zusammen haben wir das Produkt designt und wir verwenden teilweise auch die Komponenten der Firma Intrafind im Unterbau. Intrafind an sich geht in einem Produktangebot noch viel weiter. Indem sie sich neben der eigentlichen Suche mit selbstlernenden Verfahren beschäftigen, überlegen, wie kann man inhaltliche Links zu anderem Content herstellen, was also sehr interessant ist für eine Funktion, die Sie im Google vielleicht schon mal gesehen haben, die heißt irgendwie ähnliche finden. Das kann natürlich die Enterprise Search von Zaperion auch und da setzen wir auf diesen Technologien der Firma Intrafind auf. Und so wird aus der Suche am Ende des Tages eine Suche, aus der sich noch viel mehr machen lässt. Nicht? So sozusagen, so als ob es schon genug war, dass das mal, was wir mal die Nulllinie erreicht haben, nämlich endlich sehr einfach aus Anwenderbrille über eine einheitliche Oberfläche aus allen Applikationen alles finden. Sondern da lassen sich mit ein bisschen Fantasie, wenn man die Technologien jetzt anders noch betrachtet, noch viel mehr Dinge draus machen. Ich will Ihnen noch drei Beispiele aus der Praxis mal nennen, was man dann machen kann, wenn man es einmal hat. Ich habe Ihnen vorhin erzählt, wir arbeiten die Inhalte, das sind eigentlich Volltextinhalte, arbeiten wir einfach linguistisch ab und finden Themen und Themenschwerpunkte raus. So, daraus kann man ganz locker eine Art Tagging-Service machen. Also das Thema, was uns im Enterprise-Content-Management ja immer begleitet, wie komme ich denn zu den richtigen Schlagworten bei den Dokumenten, die ich in mein System bringe? Und zwar ohne, dass irgendjemand lange tippt. Ja? Die ganzen Erfassungsprojekte, da laufen riesige Erfassungsprojekte ab, um das möglichst schlank zu machen. Hier können wir mit den Methoden aus der Enterprise Search eine ganz tolle Entlastung schaffen. Weil Sie nehmen die Dokumente, Sie schmeißen die rein und das Ding sagt Ihnen mal im Groben, worum es sich handelt. Und wenn Sie damit noch ein paar Regeln hinterlegen, können Sie viele, viele Schlagworte vollautomatisch besetzen lassen. Und zwar ohne, dass man da, wie gesagt, ein aufwendiges Capturing-Projekt machen muss. Das kann ich Ihnen gern zeigen am Stand der Zaperion, wenn Sie das interessiert, oder sprechen Sie mich an. Das ist also hochinteressant. Wir selbst machen ja auch eine Menge ECM-Projekte und setzen das Tagging mittlerweile oft ein, um schneller abzulegen. Also diese Technologie, ein weiteres Beispiel, nutzt zum Beispiel auch die Zeit, also Zeit online, um vollautomatisch jede Art von Artikel mit Themen zu indexieren und zu beschlagworten, also für die Themenerkennung und für die Content-Verlinkung. Ein zweites Beispiel möchte ich noch bringen. Da geht es um die Braun. Was macht die Braun damit? Die nutzen eigentlich nur dieses Suchfeld und die Technologie darunter. Und die haben ihren Produktdatenkatalog in die Enterprise Search geschmissen. Und haben dann dieses Suchfeld, dieses Auto-Vervollständigen, baut sich dann rubriziert nach Produktgruppen auf. Weil nämlich die Enterprise Search denen sagt, dieser Artikel könnte zu dieser Themengruppe und so weiter passen. Und zwar ohne, dass da irgendeiner auch nur einen Handschlag macht in der Programmierung oder die vielen, vielen Produktdaten von Braun nachpflegt. Finally, und ein drittes Beispiel will ich Ihnen nennen, das kann man das Ganze koppeln mit internen und externen Quellen. Wolter Klüver, ein Anbieter von juristischen Inhalten, hat eine Enterprise Search für seine Anwaltskanzleien geschaffen. Was macht die? Das Ding installiert sich der Anwalt auf seinem Rechner, dann gibt er ein, sag mir bitte, was wir in einer Mietvertragssache schon mal gemacht haben. Dann guckt er mal als allererstes in dessen Outlook und in dessen Filesystem lokal, was wir da haben. Er guckt als nächstes im Filesystem nach, was andere Kollegen gemacht haben. Als übernächstes durchsucht er im Netz die öffentlichen Inhalte und wenn er da immer noch nicht fündig geworden ist, präsentiert er noch die kostenpflichtigen Premium-Inhalte von Wolter Klüver. Dann sagt dann, okay, da kannst du jetzt einen Mustervertrag downloaden. Also man kann sozusagen dieses Thema dann sehr weit treiben, indem man einfach immer mehr Quellen anschließt und die Intelligenz des Systems assoziativ-semantisch die richtigen Inhalte zu zeigen nutzt. So, ich habe jetzt noch 5 Minuten.
die ich jetzt nutzen könnte, um Ihnen noch ein bisschen was über die Stratos zu erzählen. Das mache ich nicht. Wenn Sie es interessiert, wer wir sind, was wir tun, oder wenn Sie meinen Vortrag in elektronischer Form haben wollen, geben Sie mir gerne nach dem Vortrag hier eine Visitenkarte. Schicke ich Ihnen zu.